Auch nochmal herzlich willkommen. Wir werden heute drei roséfarbene Weine probieren, wollen wir es mal so sagen. Wir haben einerseits den 2019er Sommerzeit Rosé für euch vorbereitet. Dazu noch den 2019er Vierschoppen Rotling und den 2019er Tillmann Rosé. Genau auch so in der Reihenfolge wird es geben. Das heißt, wir beginnen mit dem Sommerzeit, gehen über zum Vierschoppenrotling und dann zum Schluss den Rosé. Falls ihr jetzt schon mal gleich noch zum Kühlschrank gehen wollt, stellt euch am besten alle Weine gleich bereit, denn es wird so kurzweilig sein, dass ihr gar keine Zeit habt, nochmal aufzustehen, sondern dass ihr gebannt am Bildschirm sitzt Na, das wollen wir doch mal und hoffen, ne? mitprobiert. Genau. Mal schauen, was wir Weinfuzzis euch wieder alles Kluges und Interessantes und ja, Kurzweiliges über unsere Weine erzählen. Und ja, dann. Ja, also man sagt ja grundsätzlich, es kommt auf den Jahrgang an. Wenn ihr in der Weinsprache unterwegs seid, sagt ihr, super Jahrgang, der Jahrgang war auch klasse. Das stimmt auch in vielerlei Hinsicht. Es muss aber nicht immer zwingend so prägnant sein, dass man immer auf den Jahrgang eingehen kann. Aber das vergangene Weinjahr, also 2019, war geprägt von ganz viel Hitze und der lang andauernden Trockenheit. Wir schauen eben dann 2019 auf eine sehr geringe Erntemenge. Das fällt oder schlägt zumindest zu Buche, das ist ganz klar. Und war die Erntemenge 2018 noch die mengenmäßig größte Erntemenge seit 1999, so sind wir eben beim letzten Jahrgang 2019 ja, bei einer der geringsten Ertragsmenge, die wir eigentlich in den Büchern zu lesen haben. Und das ist seit 1985 so. Und das ist jetzt wirklich sowas, wo ich wiederum ganz faszinierend finde, wie lediglich ein Jahr dazwischen liegt, zwischen zwei so großen Extremen. Und von den schlechten Nachrichten in der Nacht vom 12. Mai jetzt, von dieser Woche, möchten wir jetzt heute noch gar nicht sprechen. Das heißt, die Erntemenge 2020 wird eine spannende Geschichte noch werden. Ich möchte es mir jetzt noch gar nicht ausmalen. Also für Sie, die vielleicht von woanders jetzt zuschauen. Wir hatten nämlich tatsächlich große Frostschäden und somit ja, wollen wir es mal offen lassen, was alles so noch passiert dieses Jahr. Die Qualitäten, also die Öchsle gerade waren in allen Jahrgängen relativ also hoch. Also somit haben wir gute Weine zu erwarten, die wir heute probieren. Und ja, ich würde sagen, wir greifen mal an für den ersten Wein des Tages. Machen wir vielleicht noch eine gute Nachricht nach der Nachricht Ah, über die Frostschäden, die ja. wir letzte Woche erlitten haben hier in ganz Franken. Ihr wisst vielleicht, wir haben ja zwei Mainwein-Bistros auch, eins in Volkach, eins in Würzburg. Und die gute Nachricht ist schon mal, das in Volkach wird auf alle Fälle morgen am Montag öffnen um 15 Uhr. Wird alles ein bisschen anders sein, aber zumindest geht es da schon mal los. Und wir hoffen, dass es dann auch für das Mainwein in Würzburg demnächst der Fall sein wird. Da fehlt, glaube ich, Sehr noch die cool. letzte, das letzte Okay von der Stadt. Aber Ja. es geht in die richtige Richtung auf Das jeden ist Fall. cool. Ja, sehr schön. Gut. Gut, ja, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Wein. Ich schenke uns mal den 2019er Sommerzeit Rosé ein. Ihr macht es bitte auch zu Hause. Ich nehme es mal, schaue in der Zeit gleich mal auf dem Bildschirm, was sich hier so tut. Also sind wieder einige Geräte zugeschaltet. Wunderbar. Jetzt gucken wir da Gut. gerade mal, ob da schon die ersten. Okay. Wunderbar. Herzlich willkommen. Sehr schön. Also bis jetzt ist es noch ruhig, aber zögert nicht, uns Fragen zu stellen oder generell irgendwas zu kommentieren. Wir freuen uns darüber. Genau. Wir fangen jetzt mal an, uns dem ersten Wein zu nähern. Für alle die beim letzten Mal schon dabei waren, ihr wisst, wir trinken nicht sofort das Glas aus, sondern wir gehen in drei Schritten vor. Color, Odor, Vapor. Oder wie Laura sagen würde. Odore Ja, alles das Gleiche. So, wir schauen uns also erstmal die Farbe an. Hier bei diesem Sommerzeit-Rosé würde ich das mal so als so ein zartes Lachsrosa beschreiben. Eher dezent, Ja. nicht so aufdringlich von der Farbintensität. Dezent ist auch ein ganz gutes Adjektiv für die Aromen, die einem hier so entgegenströmen. Also ich schwenke wieder das Glas ein bisschen, damit ich noch besser riechen kann. Das kennt ihr schon. Und ja, man hat eben ja schöne fruchtige Aromen auf jeden Fall, aber eben auch nicht so intensiv. Bisschen Erdbeer auf alle Fälle dabei, so ein bisschen Himbeer, auf jeden Fall sehr, sehr frisch. Und jetzt schauen wir mal, wie sich dieser Wein um
11.07 Uhr so am Gaumen macht. Doch relativ früh, auch für uns. Ja. Und probieren wir mal einen Schluck. Zum Wohl, aber. Ja, das haben wir doch gut ausgesucht. Ein sehr schöner Wein für die Zeit vor 12 Uhr, Vormittagessen noch. Leicht fruchtig, leicht heißt also auch, der hat relativ wenig Alkohol, also ja. 10 Volumenprozent. Das ist echt gut. Das ist so für den ersten Schluck des Tages ja vielleicht mal ganz angenehm. Und ja, diese Fruchtigkeit, die man eben auch schon in der Nase erkennen konnte, zieht sich dann eben auch über den Geschmack am Gaumen weiter. Schöner, leichter Wein. Was um die Zeit jetzt bei mir auch immer noch ganz angenehm ist, diese Restsüße, die er durchaus deutlich hat, die nimmt es auch mit den Resten der Zahnpasta noch auf, die ich auf jeden Fall so im Mund noch habe. So ist es mir gerade gegangen tatsächlich. Ja. Also der zweite Schluck wird anders sein. Das ist so, ne? Also wenn der erste noch ein bisschen merkwürdig war, freut euch auf den zweiten Schluck. Das ist auf alle Fälle eine gute Idee. Ja, einfach ein schöner, fruchtiger, runder Wein. Keine großen Ecken und Kanten. Kann man also auch zu ungewöhnlichen Uhrzeiten gut trinken. Und selbst wir Weinfuzis, die ja sehr gerne sehr lang anhaltend um Weine reden und Weine beschreiben, können einfach mal sagen, oh, schmeckt gut. Ja, also ich finde, es ist und bleibt eine saftige Portion Sommer im Glas für mich. Also ich habe den Wein jetzt auch neulich erst zu Hause vorgestellt und da hat dann mein Freund auch mal probiert, hat sich geopfert und hat dann gesagt, oh ja, schmeckt gut, geht immer. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel für einen leichten Sommerwein. Stellt euch vor, ihr kommt jetzt von der Arbeit heim, ihr habt guten oder einen schlechten Tag gehabt, das könnt ihr euch aussuchen. Vielleicht war der Chef unfreundlich oder freundlich, auch das könnt ihr euch aussuchen. Und ihr kommt heim, es ist noch keiner zu Hause, das heißt, es ist alles total ruhig. Geht zum Kühlschrank, schenkt euch ein Glas von diesem Wein ein, geht raus auf den Balkon oder die Terrasse, vielleicht sogar in den Garten, wenn ihr das habt. Und setzt euch hin, Füße hoch, das Glas beschlägt dann schon so schön, weil es eben so schön kalt ist und draußen ja so warm. Und ihr nehmt den ersten Schluck und denkt dann, oh ja, also der Tag war vielleicht doch gar nicht so schlecht oder der Tag war wirklich so extrem gut. Also das kann ja gut sein. Und ich möchte mich aus dem Fenster lehnen, auch wenn der Peter jetzt schon so schaut. Ich würde mich hinreißen lassen bei diesem expliziten Wein, nicht bei jedem, nur bei dem, ein Minzblatt nochmal mit reinzuschmeißen, vielleicht sogar zwei Eiswürfel. Und dann stellt ihr euch echt mal vor, ihr sitzt noch in der Sonne, die Abendsonne scheint euch ins Gesicht. Ach, also ich weiß nicht, irgendwie schöner kann die Vorstellung nicht sein. Also vielleicht könnt ihr es heute gleich mal ausprobieren. Sonne scheint ja schon gigantisch. Wir können es leider nicht, wir müssen arbeiten. Ja, arbeiten wir, trinken hier ein bisschen verschiedene Weine, lass uns dabei zuschauen von euch, ein hartes Geschäft. Aber zu deiner Minze im Wein, warum nicht? Also grundsätzlich, was schmeckt, ist gut. Also toleriere ich auf alle Fälle. Schläge Minze, heute. Nein, keine Schläge, wie nie. Mach ich doch nicht. Sehr schön. Auf gar keinen Fall. Ja, jetzt überlegt ihr euch vielleicht zu Hause schon mal, jetzt haben wir hier lauter so roséfarbene Weine und wir haben schon gesagt, es gibt ein Rosé, wie wir jetzt haben, es gibt Rotling dann auch noch. Ich schätze mal, dass der eine oder andere sich fragt, ist das jetzt das gleiche Rosé, Rotling? Natürlich nicht. So, ich erkläre vielleicht mal, wie ein Rotling gemacht wird. Da ist es nämlich so, dass rote und weiße Trauben zusammen gemischt werden und zwar schon beim Keltern. Also nicht ganz wichtiges Detail, nicht Rotwein und Weißwein wird irgendwie gemischt und zusammengeführt, damit ein roséfarbener Wein rauskommt, sondern eben schon die Trauben. Das heißt, wir müssen schon beim Keltern im Herbst, während der Lese müssen wir schon wissen, wie viel Rotling-Weine wollen wir denn machen. Und die müssen dann da eben schon die Trauben, die roten Trauben und die weißen Trauben zusammen gekeltert werden. Mhm. Das ist ja so ein Aspekt, den wir relativ häufig hören, dass wir so mit Aussagen konfrontiert sind wie große Winzergenossenschaft, da gibt es große Tanks, da wird alles zusammengekippt oder so. Wir haben große Tanks, das stimmt, allerdings haben wir auch sehr kleine Tanks, also die komplette Bandbreite. Und es ist eben so, dass wir einen genauen Plan haben für jeden Wein, den wir machen. Also wir wissen ungefähr, wie viele Flaschen Sommerzeit Rosé werden wir denn aus dem Jahrgang 2019, wenn wir jetzt bei diesem Wein sind, brauchen. Und dann legen wir letztendlich tatsächlich fest, von wo die Trauben kommen, die wir dann für diesen Sommerzeit Rosé brauchen und bestellen die gewissermaßen bei den Winzern und haben eben schon eine Ahnung,
wie viel das ist, wie die Qualität ist, wie die, der Gesundheitszustand dieser Trauben ist und machen dann eben diesen Wein. Ja, also wer auch aus der Nähe hier kommt und vielleicht das mal bei uns vorbeifährt hier eben in Rebberndorf, der hat jetzt schon mitbekommen, dass wir eine ganz große Baustelle vor der Tür haben, denn wir bauen eben unsere Annahmestelle als zentrale Annahmestelle und in großem Format, wollen wir es mal so sagen. Und das ist natürlich ein Schritt jetzt auch, diese ganze Planung, Organisation, auch die eben die, vor allem jetzt die Traubenanlieferung, aber eben auch die Koordination, wofür welche Trauben verwendet werden, zu modernisieren, ein bisschen zu erleichtern. Und jetzt gerade ist es nämlich nur so, dass es ein bisschen zerstreut ist in die Landkreise. Aber wie gesagt, ich sage jetzt mal, ab Herbst soll es laufen. Wir sind auch sehr gut im Zeitplan und somit diese Annahmestelle ein großer Schritt in eine neue Zukunft, wollen wir es mal so sagen, modern und eben auch zeitlich bestimmt verbessert. Genau, gut, dass wir im Zeitplan liegen damit, dann müssen wir jetzt heute nicht noch hin und die Schaufel in die Hand nehmen und da weiterbauen. Da bin also ich gesagt, wir bauen gerade eine neue Annahmestelle, aber dem ist nicht so. Nee, genau, also steckt wahnsinnig viel Planung, Organisation, Abläufe darin, wie wir unsere Weine kreieren. Und ja, heraus kommen dann eben Weine, die hoffentlich euch und uns auf jeden Fall schmecken. Ja, also jetzt bei dem ist es ganz gut. Und jetzt in dem Fall haben wir einen Rosé, ja eben keinen Rotling. Und ein Rosé ist eben ein Wein, der ausschließlich aus roten Trauben hergestellt ist, die aber hergestellt sind wie ein Weißwein. Also ihr könnt euch vorstellen, dass rote Beeren kommen, die werden aber sofort abgepresst und eben gleich vom Alm getrennt, das heißt von Beerenhaut und so weiter, was alles noch dabei ist. Und somit kann diese Beerenhaut gar nicht so viel Farbe abgeben, dass es eben diese kräftige rote Farbe hätte wie ein Rotwein. In anderen Regionen wird es auch Weißherbst genannt, also vielleicht auch das für den einen oder anderen. Weißherbst ist grundsätzlich auch ein Rosé, ist aber ausschließlich aus einer roten Rebsorte gemacht. Und es muss mindestens Qualitätsweinniveau haben, sonst dürfte es eben auch nicht als Weißherbst betitelt sein. Gut, genau, aber weiter ins Detail würde ich jetzt auch gar nicht gehen, denn letztendlich, es soll ja ein leichter, unkomplizierter Wein sein und für mich Flasche auf, einschenken, schmeckt und gut ist. Gut ist. Ja, ich schütte ihn jetzt trotzdem mal raus. Weil gut ist mit dem. Wir kommen dann so langsam zum zweiten Wein des heutigen Livestreams. Für alle, die jetzt 11 Uhr nicht geschafft haben und jetzt erst aufgewacht sind, wir sind hier dabei, das Vivle Rosé Weinpaket zu verkosten und sind in der Zwischenzeit bei Wein Nummer 2 angelangt. Ja. Das ist der 2019er Vier Schoppen Rotling. Übrigens, wenn ihr euch fragt, schaut es nicht aus, als wäre der Wein schon offen, der geht so leicht auf. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, die vorher schon zu öffnen, weil wir ein bisschen schweißige Hände eingecremte Hände. Ja, eingecremte Hände haben, genau. Also wollten nur sicher gehen, dass er aufgeht. Dass er wirklich auch aufgeht. Ich unterbreche hier aber nochmal ganz kurz, weil wir gerade schon eine Frage haben. Und zwar kommt die Frage, ich gehe davon aus, das bezieht sich noch auf den Sommerzeit Rosé, welche Sorten denn für so jetzt vielleicht explizit diesen genommen werden? Was können wir denn dazu sagen? Ist das für den Kunden auch nachvollziehbar? Muss er es nachvollziehen? Und eben, wie gesagt, wie viel oder welche Rebsorte ist denn da verwendet? Wir wissen es tatsächlich nicht, also steht nicht auf dem Etikett. Kann sich auch vom Jahrgang zu Jahrgang ändern. Wir haben da auch die Möglichkeit, dann eben so den Weincharakter so zu machen, dass der 2019er so schmeckt wie der 2018er und der 2020er schmeckt auch wieder so in diese Richtung. Natürlich sind da Rebsorten drin, die wir hier in Franken relativ häufig haben. Also wir haben hier in Franken sehr viel die Domina als rote Rebsorte. Es gibt den Spätburgunder, den Schwarzriesling, den Akkolon. Aber steht tatsächlich nicht auf dem Etikett drauf. Ja. Bei einem Rosé, der kein Weißherbst ist, du hast es ja vorhin schon erzählt, steht es nie drauf. Also Rosé ist immer ohne Nennung der Rebsorten. Genauso übrigens wie auch beim Rotling steht nicht drauf. Soll einfach nur schmecken. Ja, richtig. Und da sind ja jetzt eben die roten und die weißen drin. Genau. Wobei weiß kann man sagen, dass es meistens Müller-Thurgau ist. Meistens in Franken ist es Müller-Thurgau, der eignet sich sehr gut als Partner für einen Rotlingwein. Haben wir auch relativ viel, so die zweithäufigste Rebsorte hier in Franken. Ja. Der Weißweinanteil ist meistens Müller-Thurgau beim Rotlinger. Ja, das, also auch kurz, der Silvaner hat jetzt überholt, ne? Richtig, das war jetzt, glaube ich, ganz aktuell erst, dass der Silvaner die Fläche vom Müller-Thurgau überholt hat. Also nur für euch gerade auch tagesaktuelle Meldung in den Neuigkeiten reingekommen. Silvaner auf Platz 1. Gut, ich bin da dran mit Einschenken, glaube ich. Opa, la.
Bitte sehr, oh, das hört sich ja auch schon klasse an, wenn man das so anschaut. Ja. Wir shoppen halt auch schön, dass da mal ein bisschen mehr reingeht. Ja, richtig. Gluckert dann auch anders raus. Ja. Ja. Sie war auch schwerer. Ich musste mit zwei Händen lange, wie ihr gesehen habt. Ganz schön schwer. Ja. Aber es geht. So, das ist jetzt also so ein typischer Weinfestwein tatsächlich auch für mich. Den gibt es also tatsächlich auch auf vielen Weinfesten üblicherweise, zumindest in den Jahren, wo es Weinfeste gibt. Im Moment finden ja, ja. gerade keine statt, leider. Deswegen gerne für zu Hause. Also so ein unkomplizierter, ja, fruchtiger Wein soll es sein. Ja, mal schauen, ob es auch wirklich so ist. Also jetzt farblich sind wir ein bisschen dunkler wie, wie vom Sommerzeitrosé. Machen wieder Colore, Odore, Sapore. Also ich kürze es mit COS ab. Mhm. Peters ist COV. Genau. Aber auch hier wollen wir uns nicht in die Haare bekommen. Farblich, also kräftig, saftig rot in meinen Augen. Und dieser vier Schuppenrotling, der erinnert mich sofort an Erdbeere. Also da finde ich es fast extremer als beim anderen. Mhm. Und die klugen Köpfe unter euch und vielleicht eben auch mein Moderationspartner hier wird sich jetzt wundern und die Augen verdrehen vielleicht. Aber ich finde, dass man riechen kann, dass er halbtrocken ist. Jetzt sagen eben dann die anderen, Zucker kann man nicht riechen, Frau Voigt. Sag ich, ja, das stimmt schon. Aber aus meiner Sicht hoffe ich, dass ihr nachvollziehen könnt, dass man schon merkt in der Nase, wenn man ein bisschen geübt ist, ob es jetzt ein staubtrockener Wein ist oder ob ich jetzt was Liebliches erwarte. Also ich finde schon, dass man das riechen kann. Zucker kann man riechen. Es geht so. Auf jeden Fall um Erwartungen. Und wenn deine Superkraft Zucker riechen ist, dann warum nicht? Gerne. Ja, irgendwas muss ich ja. Also gut, also Erdbeer haben wir in der Nase. Wir trinken jetzt. Wir trinken noch einen Schluck. Zum Wohl. Oh, wie viel Alkohol hat denn der? 12,0 Volumenprozent Alkohol. Finde ich, schmeckt man. Also am Gaumen ist er relativ leicht. Ich trinke gleich nochmal, Moment. Ja, Zahnpasta. Ja, das ist ja auch nicht zum Spaß da. Da kommt jetzt diese saftige Erdbeere. Die ist da. Aber ich finde, er hat auch was ganz leicht Karamelliges. So einen kleinen Touch davon, jetzt im Vergleich zum anderen. Er ist schwerer als der Sommerzeit-Rosé, wenn ihr da d'accord geht. Aber trotzdem ist es ein leichter Wein. Also schwerer, trotzdem leicht. Wunderbar, super. Deine Dialektik, dein Yin und Yang, sehr schön. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also fruchtig, aber eben hat so ein bisschen mehr irgendwie an Aromen da. So ein bisschen mehr, oh, ist ein bisschen mehr Wein als der also Sommerzeit, ein bisschen kräftiger. Aber er schlägt mich nicht. Nee. Er ist trotzdem, dass ich sage, okay. Wenn wir jetzt vorhin da in der Einsamkeit auf dem Balkon gesessen waren mit dem Sommerzeit, den würde ich jetzt eher hernehmen, um in netter Gesellschaft, wenn es denn dann mal auch wieder erlaubt ist, zu trinken, vielleicht am Grillabend. Und wenn da ein paar Leute zusammensitzen, zack, die Wupp, Flasche leer. Flasche leer, ja. Also, ja. Bei den Leuten, mit denen ich gestern zusammengesessen war, wäre das so der Fall gewesen. Ja, auf sehen die heute auch schon zu um die Uhrzeit? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich bin ja auch hier. Oder sind die noch? Ich bin ja auch hier. Ne? Also, ja, ich habe es ja auch geschafft. Ja, okay. Ja, genau. Nee, Essen ist auch ein gutes Stichwort, finde ich. Also man kann zu gegrillten den wunderbar nehmen. Also der verträgt sich auch sehr gut mit diesen Röstaromen, die man, wenn es gut läuft, beim Grillen ja dann irgendwo mal hat. Geht aber auch zu allen möglichen anderen Sachen. Also da kann man auch sich Käse dazu essen oder mediterrane Vorspeisen würden da auch wunderbar dazu passen. Geht so sogar, irgendwas Öliges dann, genau, ne? Also wenn sie irgendwie genau. Tomaten in Öl angelegt oder sowas. Hm? Würde sogar für mich in so manche asiatischen Gerichte gut gehen. Okay. Also durchaus vielseitig einsetzbar. Wisst schon, was ihr heute noch zu tun habt. Also ihr habt schon mal wieder Hausaufgaben sozusagen. Wir müssen den Sommerzeit-Rosé mit Minzblatt und Eiswürfel ausprobieren. Dazu asiatische Küche kochen. Oder grillen. Oder grillen. Mhm. Hm. Ja, ja, ist ja noch früh am Tag. Tag ist schon wieder ausgefüllt eigentlich. Ist ja noch früh. Gut, also für alle Zusehenden, die jetzt auch nicht aus der Weinwelt kommen, also wenn ich jetzt so reinschaue, sehe ich, dass da einige kluge Weinköpfe dabei sind, die uns zuschauen. Wer aber jetzt eben nicht mit den besten Begriffen ausgestattet ist, den können wir ja noch maximal verwirren, indem wir den Begriff Blanc de Noir in den Raum werfen. Ah, oui. Blanc de Noir, für die, die es vielleicht nicht wissen, ist das auch ein Rosé?
Jein, ja, gehört irgendwie auch so in diese Reihe hinein. Blanc de Noir, die Französisch Sprechenden unter euch wissen, weiß aus Schwarz. Also es geht darum, dass man rote Trauben nimmt, rote Rebsorten hernimmt und die so behandelt, dass also wirklich fast gar keine Farbstoffe in den Wein übergehen. Das heißt, man macht einen Weißwein letztendlich aus einem Rotwein. Der hat dann häufig noch so eine, ja, so eine ganz minimale Färbung, die eher so an, an Zwiebelschalenfarbe erinnert oder so. Also noch deutlich weniger als alle Rotlin-Rosé-Weine, die wir jetzt heute hier haben. Und ja, auch ein Vertreter, der hier da so reingehört, haben wir jetzt in dem Paket nicht, aber in unserem Sortiment haben wir den auch. Ja. Also könnt ihr auch gerne mal nachgucken. Online reinschauen weiterhin und mal gucken, ob ihr ihn findet, ohne euch da genug Tipps zu geben. Also jetzt auch gerade, wer da das eben noch genauer hinterfragt, bei diesen Rotlingen und den zwei Rosé, die wir heute haben, die hatten während der Weinlese oder bei der Weinlese zwischen 84 und 93 Grad Öxle. Öxle ist ja für uns die Maßeinheit der gelösten Stoffe, ist quasi ein Hinweis auch eben auf die Qualität. Und meistens sind diese gelösten Stoffe irgendwelche Zuckerarten. Und somit, ja, alles super gute Weine, qualitativ sehr hoch, gut geladen an Aroma und ja, sehr gut gemacht. Ja. Und Peter hat ja vorhin schon die weit verbreitete Meinung angesprochen, dass ja viele Leute, also ja, weiterhin viele Menschen denken, dass ein Rotling oder auch eine Cuvée letztendlich einfach ein zusammengeschütteter Wein ist von irgendwelchen anderen Weinen, die halt übrig geblieben waren und somit qualitativ relativ schlecht ist. Das ist nicht so. Das ist falsch. Und ich möchte euch da heute mal jetzt versuchen, um 11.23 Uhr eine Veranschaulichung an die Hand zu geben. Und ich hoffe, dass ihr mir schon folgen könnt. Ansonsten gibt eine Rückmeldung. Und zwar, wenn ihr jetzt ein Glas habt und ihr gebt das Glas, füllt das Glas halber mit Cola und gebt dann nochmal für das restliche Volumen Wasser hinzu, dann wird das weiterhin eine bräunliche Farbe haben. Ihr sollt es auch nicht nachmachen. Ja, also abraten. Es wird wahrscheinlich nicht schmecken. Das heißt, halbe Cola, halbes Wasser, immer noch bräunlich. Wenn ihr jetzt dann sagt, okay, ihr trinkt das jetzt aus und unten am Boden im Glas wirklich noch so ein ganz kleiner Satz Cola bleibt und ihr wieder Wasser hinzugibt, dann wird das trotzdem immer noch einen leichten Stich haben und eben nicht ganz so klar sein, wie ich jetzt eben dieses Mineralwasser hier im Glas habe. Das bedeutet, auf was ich hinaus will, ein Wein, der beispielsweise eine Flasche, die mit bis hierhin mit schlechtem Wein gefüllt wäre und ihr guten Wein dazugebt, das Schlechte wird weiterhin überwiegen. Und somit macht es keinen Sinn, dieser Annahme weiterhin zu frönen, zu sagen, dass eine Cuvée oder ein Rotling ein Zusammenmischen von irgendwelchen Weinen ist. Eine Cuvée ist dafür da, dass Weine ja das Beste aus den einzelnen Rebsorten zusammenbringt und dass dieser Wein sozusagen sogar noch besser ist als diese einzelnen Weine. Und somit ist es gar nicht so einfach, einen Rotling herzustellen, der wirklich auch schmeckt, der ausgewogen ist, der mild ist, der einfach diese runde Aromatik hat, dass er süffig wird. Und also so viel dazu. Bitte werft die weg, diese Annahme. Es ist so, dass tatsächlich ein Rotling bzw. auch eine Cuvée immer aus guten Weinen bestehen muss, dass sie eben auch gut schmeckt, weil das Schlechte immer überwiegt. So, ja, mein wieder, Wort zum Sonntag. Ja, wollte ich gerade sagen. Auch schon wieder so ein bisschen Philosophisches dabei. Sehr schön. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich deinen Gedanken doch nachvollziehen konnte, auch um die Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Vielleicht noch für die Mathematiker unter euch, was die Laura jetzt sehr wortreich erklärt hat, könnte man vielleicht auch als 1 plus 1 ist 3 bezeichnen, statt 2. Also die Summe der Einzelteile ist mehr als ja als eben die, wenn man die sich die einzelnen Weine, Rebsorten in dem Fall betrachtet und diese Art Weine aus verschiedenen Rebsorten zu machen, ist in anderen weinbautreibenden Ländern völlig normal. Also schauen wir nach Frankreich oder Spanien, Italien, da ist es zum überwiegenden Teil so, dass die Weine aus verschiedenen Rebsorten gemacht werden, um eben, was ich, die Fruchtigkeit aus der einen Rebsorte und das Gerüst und Säure die, aus der anderen. Genau, die Säure aus der anderen Rebsorte zu haben, also völlig normal und ja, machen wir eben auch, können wir auch. Ja, also somit Qualitätsmanagement oberste Priorität. Ganz genau. Durch die Bank, egal ob es ein Einzellagenwein ist, ein Lagencuvée oder eine Cuvée sogar an sich, weil verschiedene Rebsorten drin sind.
Gut, wer noch dabei ist, Vorsicht, wir kommen jetzt sogar schon zum letzten Wein. Also gleich nochmal dazugreifen. Ich muss noch ausgießen, entschuldige. Ja, ich bin dabei noch. Sehr gut. So, wir haben jetzt den 2019er Tillmann Rosé QBA Trocken. Ja, trocken, ja. Also trocken, willst du vielleicht noch kurz was dazu sagen, warum wir diese Reihenfolge haben? Ja, normalerweise würde man bei so Weinproben eher von trocken über halbtrocken nach lieblich probieren, also so in aufsteigender, zunehmendem Restzuckergehalt. Wir haben uns da jetzt um die Uhrzeit mal dagegen entschieden. Wir probieren die Weine mit abnehmendem Restzuckergehalt. Ihr erinnert euch, der erste Wein, Sommerzeit Rosé, war besonders leicht und eben ein bisschen mehr Restsüße da. Kann man auch machen. Und wir steigern uns in der Farbintensität. Ja. Das ist ja auch mal schön. Also ja, auch ich als Mann freue mich über so... Über Farben. Über Farben, genau. Ja, okay. Und wir probieren in aufsteigendem Alkoholgehalt. Auch das wird der... Wo sind wir da jetzt bei? Wir sind jetzt bei 12,5 Volumenprozent Alkohol bei diesem Tillmann. Ja, es ist halb zwölf. Geht ja, aufs dann, Mittagessen zu. Genau. Aha, kann man schon nehmen, oder? Ja, ich glaube. Genau. Ja, und wenn wir jetzt hier schon mal die Farbe auch anschauen von diesem Tillmann Rosé, sieht man, die schaut jetzt schon deutlich anders aus. Also ich habe das schon mal als so ein bisschen funky Rosé bezeichnet. Ich bin ja Kind der 80er, LHO Freestyle, wer sich noch erinnert. Also wirklich ganz prägnante Farbintensität, also wirklich so ein bisschen quietschig schon fast. Also hat absolut seine Berechtigung. Ja. Schaut auch mal ganz schön aus, wenn man so ein Wein so im Glas schwenkt. Finde ich auch immer bei den Weinfesten so. Das ist ja auch immer so bei Rotling. Sind auf den Weinfesten immer sehr, sehr gut vertreten. Schaut halt auch mal ein bisschen schick aus, wenn man so ein bisschen Farbe im Glas hat, finde ich. Ja. Ja. Gut. Also, wenn wir da jetzt mal reinriechen, da haben wir deutlich mehr Aromatik für mein Empfinden als jetzt bei den zwei Rosé- und Rotlingwein, die wir vorher hatten. Also natürlich, Erdbeer ist immer irgendwie dabei. Das ist so eine Erwartung für jeden Rotling. Immer Erdbeer, seid ihr auf der sicheren Seite. Ist Rosé Erdbeer. Immer dabei. Aber der hat jetzt auch noch so, ja, Stachelbeere würde ich da jetzt mal reininterpretieren wollen. Vielleicht ein bisschen Johannisbeere und um so ein bisschen auch mal was reininterpretieren. Und was ich da noch finde, ist vielleicht sogar so ein bisschen was Cranberry-artiges. Mhm. Also wirklich so eine ganz andere... nicht diese Süße, sondern das, was quasi eine Cranberry, die... So ein bisschen was Herbes auch. Ja, ne? So herb. Kann man herb riechen, ja, ich glaube schon. Fachleute und euch, bitte Feedback. Quitte ist auf jeden Fall nicht drin. Ne? Also, Quitte nicht, diesmal nicht. Also für euch, die den Livestream, unseren ersten Livestream vielleicht nicht gesehen haben, da hat Peter eigentlich darauf hingewiesen, dass es bei einem Weißwein oft mal ganz gut ist, Quitte in den Raum zu werfen, wenn es um die Aromatik geht. Mhm. Entweder die Hälfte der Leute wissen vielleicht gar nicht, wie Quitte riecht bzw. schmeckt. Und andererseits kann es auch in vielen Fällen stimmen. Und wenn ihr eben diesen Livestream verpasst habt, dann könnt ihr das weiterhin eben noch im Nachhinein anschauen. Also wir werden aufgrund unserer tollen Techniker diese Live-Videos weiterhin online haben auf der GWF-Seite. Und ihr könnt es ganz oft anschauen. Ihr könnt immer wieder diese Pakete bestellen, einfach immer wieder mitprobieren. Das ist überhaupt kein Problem. Fühlen wir uns nicht so allein. Ja, fühlen wir uns richtig. Also es geht, kann immer wieder weitergehen. Und da könnt ihr auch erfahren, warum wir GWF heißen und nicht WGF eigentlich. Und wir werden euch auch nicht in diesen Livestreams, die da auch noch kommen werden, nicht immer wieder alles unter die Nase reiben, dass wir 1250 Hektar haben, dass wir 1300 Winzer haben, 12,5 Millionen Flaschen im Jahr umsetzen. Also all diese Daten, Fakten und Zahlen, die könnt ihr dann aufbauend in den verschiedenen Livestreams ansehen. Und fragen wir das ab. Ja, wir fragen das natürlich auch ab. Ja, genau. Ich mag das ganz gerne abzufragen, weil viele Leute dann erstmal, aber ihr müsst nicht wegschalten. Wir fragen doch nicht ab. Doch nicht. Bleibt dran. Gut. Sind heute am Hammer auch wieder schöne Zuschauer, also an die 30 Geräte, die dazu sind. Schön, also ich freue mich da sehr. Ja, dann nochmal zurück zum Wein. Also ja, machen wir das noch, weil dann Erdbeer, haben wir noch eine Frage. Ja, Erdbeer ist die Quitte des Rotlingen. Erdbeer ist die Quitte. Ja, jetzt probieren wir auch endlich mal einen Schluck, habe ich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Zum Wohl. Nee, ich auch nicht. Zum Wohl da draußen. Prost. Ja, der ist jetzt also trocken, hat also deutlich weniger Restzucker als die zwei Weine, die wir davor hatten, aber trotzdem wunderbar rund, wunderbar fruchtig. Auch im Geschmack dieses Meer, was ich auch schon so in der Nase beschrieben habe, würde ich sagen, voll
zieht sich dann auch am Gaumen, also man hat so ein bisschen mehr zu schmecken, ein bisschen länger da auch der Geschmack. Total elegant. Für mich jetzt der eleganteste von allen dreien. Mhm. Einfach schlicht. Dadurch, dass er trocken ist, eben nicht so diese Fruchtbombe, aber die fruchtige Aromatik ist da. Für mich jetzt auch der deutlichste Essensbegleiter. Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Ich kriege auch langsam schon Hunger jetzt. Mm, irgendwie. Ja. Deutlicher Essensbegleiter. Jetzt sind natürlich bei vielen Weinproben heißt dann, ah, oh, da müsst ihr dann das Thunfisch-Tatar mit getrüffelter Butter und dazu noch eine Jakobsmuschel, leicht angebraten, geschwenkt im Pekanusöl. Weiß ich nicht, ob es das gibt. Also das esse ich nicht jeden Tag. Das muss ich euch sagen. Deswegen jetzt dieser Rosé. Ich wäre interessiert. Ja, dieser Rosé, weiß nicht, kann ich sogar zum Spargel wieder vorstellen. Auf alle Fälle. Also würde ich jetzt so aus meiner persönlichen Einschätzung eher vielleicht so zum grünen Spargel oder gegrillten Spargel nehmen, also wo so ein bisschen mehr an Aromatik da ist, jetzt so zum klassischen, hier Kollege Florian, Spargel mit zerlassener Butter, wäre mir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ja, man kann sich da ganz viel vorstellen. Das ist vielleicht eher auch so eine Sache, wir haben jetzt probieren hier drei Weine. Man sieht die Unterschiedlichkeit, obwohl die ja doch auch irgendwie relativ nah beieinander sind. Meinst, ja. Aber wenn man dann noch dahin geht, den Wein mit Essen zu kombinieren, dann potenziert sich das dann alles noch. Also das probiert's aus. Es ist nichts verboten. Alles, was euch schmeckt, ist richtig. Sowohl der Wein als auch Wein und Speisen. Probiert's einfach aus. Also das ist der beste Tipp, den wir euch geben können. Und wir opfern uns auch gerne zu kommen zu euch. Das können wir auch gerne anbieten, dass wir kommen, den Wein mitbringen und ihr uns dann eben das Thunfisch-Tatar mit getrüffelter Butter und Jakobsmuschel macht. Sind wir auch dabei. Pekanusöl. Das ist mir jetzt gerade Pekanusöl. Vielleicht will nicht wissen, wie teuer das ist. Aber gut. Egal. Ich habe jetzt heute wieder nichts vorbereitet zum Essen. Ja. Entschuldige. So kenne ich dich. Das wäre wieder meine Aufgabe gewesen. Aber es war noch so früh jetzt. Ja, das stimmt. Das war ziemlich früh. Aber es gibt sicherlich noch weitere Gelegenheiten, Laura, dass du das nachholen kannst. Da mag ich doch auch schon mal direkt auf unseren nächsten Livestream verweisen. Haben wir schon terminiert am Samstag, den 30. Mai, dann wieder um 19 Uhr. Ja, vielleicht die bessere Zeit, mal schauen. Ja, wir probieren das jetzt alles mal so aus. Was zu essen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Vielleicht gibt es was zu essen. Ich werde nichts machen. Vielleicht gibt es bei euch was zu essen. Plöpp. Es wird auf jeden Fall das Weinfest at Home-Paket sein. Wir haben mal darauf hingewiesen. Weinfeste fallen aus, aber man kann daheim ja auch ein bisschen feiern. Und es wird da auf jeden Fall auch ein Gewinnspiel geben dazu. Klickt einfach mal bei uns rein. Facebook, www.gwf-frankenwein.de. Ihr kennt ja die ganzen Adressen, wo ihr uns findet. Einfach nur www.gwf.de eingeben, denn dann kommt ihr auch bei uns raus. Das ist für die Schnellen und Hastigen unter euch. Auch diese Internetadresse führt zu uns. Jetzt möchte ich aber gerade noch mal eben zu den Fragen eingehen, die da reinprasseln. Und jetzt kommt da eben die Frage zum Jahrgang generell. War 2019 eigentlich ein gutes Jahr für den Rosé oder Rotling? Würde ich schon sagen, oder? Wenn wir jetzt die vor uns haben. Ja, 2019 war generell ein gutes Jahr für alle Weine. Und da profitiert auch sowas wie Rotling und Rosé davon. Sie werden vielleicht ein bisschen, oder so im langjährigen Mittel sind sie vielleicht ein bisschen intensiver, ein bisschen gehaltvoller, als es so im Schnitt ist. Aber schade. Ja, aber ich finde sie trotzdem, also gerade bei 19 finde ich jetzt in dem Fall, generell auch wenn wir unsere Tillmann Weißen anschauen, so dieses frisch Fruchtige ist dabei und die haben halt trotzdem auch alle ein bisschen so diese Säurestruktur, was das einfach unterstützt. Also ich finde das eigentlich ganz, macht jetzt im Vergleich zum 18er, da war ja alles doch noch schwerer, aromatischer, weil es ja da noch heißer war. Also so mit 19 würde ich jetzt eher so in diese frisch-fruchtige Geschichte einbrauchen. Genau, und eben, wie du sagst, schön Aromatik da. Also ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ansonsten kommt dann noch eine weitere, und zwar, oder zumindest ein Hinweis, dass der Rosé gut zu Schwertfisch mit Knoblauch oder Garnelen in Knoblauchsoße passt. Wir kommen, wenn es das irgendwo gibt. Wäre ich jetzt auch dabei. Vorbei. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also ich glaube, das ist jemand, der zu deiner Fanbase gehört, die das geschrieben wird. Umso besser. Ja. Ich schau mal, wer es genau war. Okay. Ja, also vielleicht können wir da dann einklären sozusagen. Da sind wir für alles offen. Ja, ansonsten jetzt gucken wir gerade noch mal, ob noch weitere Fragen reinprasseln. Denn grundsätzlich wären wir jetzt auch schon wieder am Ende. Gute halbe Stunde. Also das ist so unser Zeitlimit immer. Wenn wir sagen, hey, halbes Stündchen finde ich doch ganz gut.
So, Brudele. Da sehen wir dann. Also gerade rauscht da nichts weiteres rein. Ihr könnt ja grundsätzlich auch noch weiter kommentieren, denn wir haben ja unseren, also wir haben zwei Thomase für euch auch nochmal hinter den Kulissen. Der eine Thomas sitzt hier gleich und der andere Thomas sitzt in einer anderen Örtlichkeit und der beantwortet euch dann auch gerne noch die Fragen, falls wir uns jetzt schon abschalten. Dann könnt ihr trotzdem noch Fragen unter diesen Livestream stellen und der andere Thomas wird es dann beantworten. Und an dieser Stelle auch wieder ein tolles Lob an die Technik, dass gut es weiterhin gemacht. So gut geklappt hat und wir auch eben Verbesserungen wieder einstellen konnten im Vergleich zum letzten Mal. Ich hoffe, ja, euch hat es auch wieder gefallen. Wir bedanken uns für euer kurzweiliges Zusehen und empfehlt auch gern unseren Live-Plausch mal weiter. Also ich denke, so eine halbe Stunde kann man sich mal nehmen, vielleicht eben auch mit einem Gläschen Wein zusammen und entweder dann direkt schon die Weine vorbestellen oder auch ein anderes Glas Wein, da bin ich auch dabei. Und ja, wir wünschen euch noch einen wundervollen Sonntag jetzt. Genau, und startet gut in die neue Woche. Die Temperaturen werden ja peu à peu auch wärmer. Passt also wunderbar hier zu unserem Thema hier, Rotling Rosé. Ja. Und ja, macht's gut. Ja. Und bis zum nächsten Mal. So, tschüss. Was ich aber unbedingt noch machen will, Laura, ist einmal so wie Karl-Heinz Köpke seinerzeit.